rein. Ja. Felix, das ist dieser Dude, wohnt im Westen Deutschlands und ist extra vor dem Festival ein paar Tage früher nach Stuttgart gekommen, damit wir zusammen zum Festival fahren konnten. Er hat leider sein Ticket zu Hause vergessen. Deswegen hat er seinen Mitbewohner beauftragt, das Ticket in ein Dorf neben dem Festival zu schicken. Ob das geklappt hat, seht ihr im folgenden Clip selbst. Es ist wirklich gekommen, oh mein Gott, Alter. Stark. Brief im Doch. Willi begleitet uns schon den ganzen Tag. Willi. Mach einfach mal ein bisschen rum. Hier gibt's selber lang. Ich kann mich nicht bewegen. Einfach so Folie drüber legen, einfach die Zecke drüber. Das ist schon geil. Das ist nice. Das ist cool. Was ist auch nice ist? Der Orangensaft, weißt du? Der ist es. Der ist es, Alter. Siehst du den Affen? Guck mal, wie süß der ist. Der Affe, der hat auf jeden Fall Sachen gesehen, die er nicht sehen sollte. Alter, man hätte nicht sehen. Was hat der Affe gesehen? Sachen, die er nicht sehen sollte, Alter. Schau ihn mal an, Alter. Der hat's. Oder er hat was genommen, was er nicht sehen sollte. Oder das. Oder das. Ich weiß, was ich eben noch ganz woanders. Ja, aber die von was? Manu oder die richtige? Die von Manu. Ah. Also nicht meine. Oh. Sonnenbrille auf, dass ich lachen, weinen muss.
Was geht? Du musst es, glaube ich, halten. Deswegen sage ich, ich bin da irgendwie ganz andere Uhrzeit. Was machen wir denn? Einfach ein Video. Das ist gerade schon an. Ah, cool. Sweet. Wir haben Sterne. Glaubst du, man darf Waffen mit aufs Festival nehmen? Man sieht gar nichts. Ja. Getränke doch nicht. Na, Spaß. Was machen wir denn, wenn der Rucksack nicht unter den Sitz passt? Ah, dann sieht die Flugbegleiterin mich, wie ich das Ding unter den Sitz kriege. Bestes Interview deines Lebens.